Oh, es ist also kein Typ in einem Kostüm. Ist doch egal. Der Bojambu ist eigentlich der Fagetti? Oh, dann bedeutet das, dass dieser Nebel... Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Wer bin ich? Vielleicht hilft mir mein Handy auf die Sprünge. Autsch! Was? Wahnsinn! Das ist ja ein cooles Handy. Ich muss wohl ein ziemlich cooler Typ sein. Keine Kontakte? Das klingt aber nicht sehr cool. Oder ich bin ein cooler Einzelgänger. Was bin ich sonst noch? Okay, konzentrier dich. Irgendwie muss ich rausfinden, wer ich bin. Das sollte Erinnerungen wecken. Igitt, was für eine Frise. Hä? Jemand schreibt mir? Wow, das ist ja mal eine popelige Handyhülle. Ben, wo bist du? Kannst du das Banjo von Opa Max holen? Ben? Ich heiße Ben? Und die Person, die mir schreibt, heißt Gwen? Das reimt sich. Dann müssen wir verwandt sein. Mal sehen, was ich sonst noch über mich herausfinde. Oh, ich führe Tagebuch. Du siehst echt gut aus, Kevin. Okay, was haben wir sonst noch? Bösewicht-Masse-Shirt? Check. Bösewicht-Checkliste? Oh, dann gehöre ich zu den Bösen. Also, wenn das wirklich so ist, dann sollte ich mir selbst wohl treu bleiben. Die Leute unterschätzen das Banjo total, aber sobald ich das Baby in die Finger kriege, zeige ich dir, was Bluegrass wirklich zu bieten hat. Bluegrass? Wovon redest du, Opa Max? Ich rede von Zupfen und Rupfen, Gwen. Sobald ich mein Banjo in den Fingern habe, zeige ich dir... Hier ist es, Opa Max. Hier bitte. Also, was geht, liebe Familie? Was willst du hier? Ich habe Opa Max das Banjo gebracht. Ich bin ein Held und Helden tun Gutes. Und laut meinem Tagebuch führt dieser Junge namens Kevin immer etwas Übles im Schilde. Sollte ich ihm begegnen, dann werde ich ihn aufhalten. Okay, bis dann. Müssen wir uns Sorgen machen? Also, noch steht nichts in Flammen. Ich würde sagen, nein. Dann bin ich beruhigt. Opa Max, die schmeißen uns noch auf. Einen Helm finden? Check. Ein krasses Motorrad finden? Check. Cool aussehen? Oh, check. Dann helfe ich Leuten mit Aliens? Das war ja seltsam. Na komm, ich bring dich zurück. Geht doch. Hey, was machst du mit unseren Bikes? Mann, böse zu sein ist überhaupt keine Herausforderung. Es muss doch noch was Böseres geben, das ich tun könnte. Okay, mal sehen, was noch auf der Liste steht. Den Bojambu fangen, Lösegeld fordern und dann Area 51 verkaufen. Dieser Plan ergibt keinen Sinn. Aber wenn der von mir ist, muss ich ihn wohl durchziehen. Anscheinend wollte ich Gwen beweisen, dass der Bojambu nicht echt ist. Warum schreibe ich sowas auf? Ich muss Gwen beweisen, dass sie Unrecht hat. Soll das ein Witz sein? Was soll ich nur als Köder für diesen Bojambu nehmen? Hey, hast du das verwüstet? Das ist uncool. Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Kevin. Merk ihn dir, denn wenn ich den Bojambu gefangen habe, kannst du das in den Schlagzeilen lesen. Kevin, ich wusste, du würdest auftauchen. Damit kommst du nicht durch. Wow, damit muss ich mich jede Woche herumschlagen? Das nervt echt. Peace. Helle Zeit! Runter von mir! Ben Tennyson! Wird Zeit, dieses Ding sinnvoll einzusetzen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Das muss das Alien-Teil sein. Wow, ich stehe in Flammen. Nein, ich bin die Flamme. Los, mach schon. Wie funktionierst du? Keine Bewegung, Tennyson. Mir ist gerade ein besserer Plan eingefallen. Bleib stehen. So leicht kommst du mir nicht davon, Kevin. Ja, das war der erste Teil eines 12-teiligen. Riechst du das auch? Okay, jetzt steht auf jeden Fall was in Flammen. Wir müssen die Leute evakuieren. Stimmt. Ich hol Wasser. Entschuldigt, alle mal herhören, bitte alle mal herhören. Der Wald steht in Flammen, ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Yo, der Wald steht in Flammen ist mein absoluter Lieblings-Bluegrass-Song. Los, lass krachen. Echt? Seht mal, der Bojambu ist da drüben und möchte Geschenke verteilen. Er ist da lang gehuscht.